Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge A Dead of Night. Ich habe gerade geschummelt und in meine alten Aufnahmen geguckt, in welchem Raum wir Amy gefunden haben. Und es war Raum 102. Manchmal liebe ich es ja, wenn man Let's Plays macht. Da kann man wirklich gut nachgucken. Raum 102. Glück hatte ich den noch nie direkt um die Ecke, ey. Da würde ich einen Herzinfarkt kriegen. Warte mal, welcher Raum ist hier? Hier geht's in die. Nein. Bei 106. Schlüssel bitte. 200. Shit. Warum nicht? Können die den bitte nachträglich hier reingelegt haben? Nein. Who's there? Is it Amy? Yes, I'm Amy. Hatten wir darüber und darüber geredet? Ach so, ja, darüber definitiv. So, wir wollten dann noch hier Kundenobjekte verbinden. Warte mal, das war das Album. In Zeichnung? Nein. Der Holzpfad. Was wollte ich denn gerade verbinden? Auch zu lange, ne? Warte mal, die Kochmütze, das ist was anderes. Das Album, ich weiß nicht warum, er war merkwürdig. Der Wäscheleine hat das nichts zu tun. Mit dem Schwert auch nicht. Was wollte ich denn gerade noch zusammenfügen? Irgendwelche Dinge wollte ich ja noch fragen. Versuche einen Arzt zu finden. Jimmy hat das Album. When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay. Does that have something to do with what you said about the scrapbook? Vielleicht hängt das zusammen, okay. Wäscheleine? Keine Antwort. Weiß nicht, wo die Flaschen herkamen, aber Kinder sollten keinen Alkohol trinken. When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay, does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? Oh nein! Arzt zu finden, Whisky. Auch bitte nicht schon wieder. Warum kam das Geräusch? Sie muss das mit den Whiskyflaschen und dem Arzt nochmal fragen. 102. Sollte ich mir eventuell aufschreiben.
Da ist schon wieder der Kerl. Aber keine Tür oder so. Nur zweite Etage. Zweite Etage ist das Klopfen. Haben wir lang genug gewartet? Is it Amy? Okay. Dann nehmen wir jetzt die Whiskyflaschen. When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay, does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? Hand verbrannt. You said you couldn't tell anyone about your hand getting burned. Does that have something to do with what you said about the scrapbook? Grausam. Es ist echt schwierig. Oh, er kommt tatsächlich. Es ist echt schwierig, herauszufinden, wie die Zusammenhänge sind. Nein, das waren die Geister, die du hast reden hören. Ich war gar nicht da. Ich war nicht da. Hat er die Tür schon mal von dem Kleiderschrank aufgemacht? Ich glaube, der hat uns bisher nur aus dem Badezimmer rausgeholt. Wieso ist das Ding noch rot? Ist immer noch. Okay. Is it Amy? So, das mit der Hand und die Liste, ne? You said you couldn't tell anyone about your hand getting burned. Does that have something to do with what you said about the scrapbook? Oh Mann, haben wir immer noch nicht genug Beweise? Was ein Graus. Für das. Mal so speichern oder so speichern? Ah. Kommt er schon wieder? Anscheinend nicht. Ja gut, Amy. Ach, Amy. Ja doch, Amy will uns gerade nicht unbedingt viel verraten. Der Spiegel auch nicht. So, Notausgang ist in die Richtung. Ja, wenn der Spiegel uns wieder in den zweiten Stock schickt, dann würde ich sagen, tun wir das doch auch mal wieder. Vielleicht finden wir irgendwann ja auch noch raus, was das mit dem Klopfen auf sich hat. Jimmy, I'm Dr. Bose.
I'm just here to have a little chat, okay? Thank you, Jimmy. I won't be long. Okay. Schauen wir uns das noch mal genauer an. Haben wir den Schlüssel zu 217, bitte? Auch nicht. Was haben wir überhaupt? Is someone there? Hello? Oh, ein neuer Geist. What's your name? Ups. Ups. Da war Jimmy wohl etwas enthusiastisch. I saw a man knocking on a door, telling Jimmy he was there to help. Who was it? It was me. I got a call from Rose, Jimmy's mother. She wanted me to talk to Jimmy, find out what was bothering him. But Harvey was worried about Jimmy's mind and the things he was imagining. I saw a scrapbook with newspaper articles in it. Who made it? Jimmy made it. It was a warning. I should have seen it coming. Was denn? I saw Amy outside a room. Something frightened her. What was it? I don't know. Why was there a washing line tied around a rolling pin? Warum? Why is there an old heater marked dangerous? Was auch ein Experiment? I saw the little girl, Amy, holding a toy on fire. What happened? Her hand was burnt quite badly, but Jimmy thought it was all a joke. I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? I don't know. Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? Well, they were probably from the bar. How did those mirrors get broken? I didn't see them. Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? It was mine. I kept it in case I needed it as evidence. Ein Beweis wofür? Das und das? Nee. Who does the sword belong to? I saw Jimmy playing with it. I thought it was dangerous. Who drew those violent pictures? Jimmy. He used to draw them. Also quasi das und das? Das passt doch. Warte mal, zerbrochene Spiegel und das? Who did the chef's hat belong to? Jimmy found it and put it on. I found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for? You'd better ask Jimmy. Bin froh, dass ich gerade so viel reden kann. Who wrote the note that says goodbye? Who did the wedding ring belong to? I don't know. Schön, dass ich das gerade erwähnt habe und dass das jetzt im Moment abnimmt. Ja, das sind sehr viele Informationen.
Wir werden garantiert auch noch den ein oder anderen Hinweis miteinander verbinden können, aber ich weiß gerade noch nicht, welche das sind. Was sagt denn der Spiegel? Gut, er hat auf jeden Fall schon mal die kleine Amy auf dem Gewissen und den Dr. Bose. Kein Wunder, dass die Kleine den Arzt nicht gefunden hat. Jetzt wieder Erster und das Schwert. Das mit dem Schwert verstehe ich nicht. Ist das der Doktor? Müssen wir seinen Raum vielleicht rausfinden? Was ist das? Ein durchgeschnittener Arm? Muss mir gleich auf jeden Fall merken, 217 Dr. Rose. Dass ich nachher mich wieder frage, wo wir hin müssen. Vielleicht kann ich ja jetzt auch noch mal befragen. So. Is it Dr. Bose? Yes, I'm Dr. Bose. I saw a girl in the basement crying. Who was she? Ja, gut, dass er das schon weiß. Where did the bottle of diazepam come from? It can help treat impulsive behavior in some people. Also, Jimmy. I found some trophies. Who won them? I don't know. Also diese Frage ist echt am schlimmsten, weil da wirklich Jimmy draufsteht. Who did the Charles purse belong to? Where did the wooden paddle come from? I don't know, but Jimmy found it. Jimmy hat es gefunden, okay. Haben wir jetzt bald alles durch? Keine Antwort, er sagte was, Schlüssel, keine Antwort. Okay. Hat das Ruhigstellen was mit der Leine zu tun? Hat das was mit dem Ruhigstellen zu tun? Hat das was mit dem zu tun? Nein. Mädchen mit dem Ruhigstellen? When you said Jimmy wasn't nice to the little girl, does that have something to do with what you said about the diazepam? Okay, das nicht. When you said Jimmy wasn't nice to the little girl, does that have something to do with the blood-stained cloth? Was? Ist doch fies. Vorsichtshalber. Es gibt so viele Fragen, die wir noch stellen müssen. Is it Dr. Bose? Lustig wäre es, wenn er jetzt kommen würde. Ich bin Batman. When you said Jimmy wasn't nice to the little girl, Ach, das hatten wir does that schon. have something to do with what you said about the diazepam? Wir hatten das Tuch und das Mädchen, ne? When you said Jimmy wasn't nice to the little girl, does that have something to do with the blood-stained cloth? Das hat keinen Wert gerade.
Er ist zumindest nicht vor der Tür. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts Großartiges übersehen, aber die Dinge, die man direkt miteinander verbinden konnte, die haben wir ja abgefragt. Alles andere wäre ja, glaube ich, jetzt ein bisschen schwieriger zu ergründen. So, wir haben ein Schwert, wir haben die erste Etage und wir haben einen abgetrennten Arm oder was wir zum Schluss auf dem Boden gesehen haben. Ich weiß nicht, ob das der Doktor ist, ob wir das... Warte mal. Ja, wir haben gerade einen gesehen. Könnte er sein, von der Silhouette her. Was das für ein Raum ist, kann ich euch aber auch nicht sagen. Aber ich würde sagen, das und vieles mehr ergründen wir einfach mal in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch die Folge Spaß gemacht hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen. Dann dürfte YouTube euch immer informieren, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.